Mama, seid ihr bescheuert, wie viel kostet die wir bezahlen? Ziehen Sie es vor, den Stalkern einfach nur noch ins Gesicht zu lachen, oder ist Aggressivität der Schlüssel gegen die Gestapo? Also ich persönlich, ja, lach sie eher aus, als dass ich ihnen auf die Schnauze haue. Boah, bist du hässlich! Boah, bist du hässlich! Hey! Arschloch! Fühlt sich angesprochen oder was? Ha? Stalker! Gangstalker! Belästiger! Du organisierter Krimineller! Scheiße! Wie die hier in diesem Fall, in meinem konkreten Fall, aussehen könnte, die Anwendung von Gewalt, überlasse ich deiner Fantasie. Ich jedenfalls habe mich persönlich entschieden, schon lange, ja, schon beim ersten Gangstalker Zero habe ich mich entschieden, gewaltlos zu bleiben. Und das fiel mir echt schwer am Anfang. Das war nicht einfach. Das war das Ziel der Aktion von Gangstalker Zero, mich vor Gericht zu zerren und eben als gemeingefährlichen Paranoiden, ja, auf Lebenszeit wegzusperren. Hat nicht geklappt. Und gewalttätig musste ich nie sein. In meinem vorherigen Leben war ich der friedliebendste Typ überhaupt. Aber ich hatte es auch nie nötig, mich irgendwo körperlich mit irgendwelchen anderen Menschen auseinanderzusetzen, zu prügeln und dergleichen. Du sagtest, du hast dich auf eine gewaltfreie, gewaltlose Entscheidung mit dir geeinigt, dagegenüber den Stalkern. Du erzähltest aber auch mal, dass du einen im Treppenhaus einen auf die Fresse gehauen hast. Ja, ja, das war mein allererster Solo-Kontakt mit Gangstalker Zero, nachdem er mich da 2 Monate eben mit dieser Eisenkette und diversen anderen Hilfsmitteln Geräusch gefoltert hat, hat er sich mir einmal solo im Hausflur präsentiert. Genau in dem Moment, wie ich die Haustür aufmache, höre ich, wie er da von oben runterkommt und steht dann so auf der Treppe neben mir. Da habe ich nur kurz geguckt, ich war allein, da habe ich ihn einfach so am Gürtel genommen und runtergezogen von der Treppe. Baff, lach auf dem Boden. Winseln. Ja, und da habe ich es eben versäumt, ihm nicht nur auf die Fresse zu hauen, sondern richtig die Knochen zu brechen. Das wollte ich dann, ja, danach. Aber da war er schon weg. Da stand er ein paar Meter weiter vor dem Fenster von seinem Folterkollegen. Ja, und die Wut war noch richtig stark in mir. Ich lauf auf den zu und mit der Absicht hochzuspringen und ihm einfach den Kopf wegzutreten. Und beim zweiten oder dritten Schritt war ich frei von diesem Gedanken. Nee, hab ich mir gesagt, das machst du jetzt hier nicht. Wer dich hier zum Affen machen lassen von so einem Halbidioten? Nee, hab ich nie gemacht. Aber es war so kurz davor. Wenn Sie die Chance hätten, mit GS Zero was anzustellen, was würden Sie mit dem anstellen? Nee, lieber nicht. Du, die Chance möchte ich gar nicht haben. Nee, nee. Ich stehe im Konkret Herrn David Sperr. Ich sollte ihm schon Grüße aussehen. Ich will das Kriegsbein in ihm haben.
Sperr, du Arschloch, gehst noch in den Knast für dein Verbrechen.